Stell dir mal vor, du hättest einen Wunsch frei. Kommt jemand zu dir und sagt, ich zahle alles, was du willst, ich gebe dir alles, was du willst. Sag mir deinen Wunsch. Stell dir mal vor, der Bürgermeister kommt zu dir und sagt, egal was, der Bundeskanzler kommt zu dir, egal was, was wäre dein Wunsch? Stell dir mal vor, Gott würde zu dir kommen. Sag, du hast einen Wunsch frei. Du kannst bitten, was du willst. Wisst ihr, dass das schon mal vorkam? Salomo war der Einzige, der so eine Chance bekommen hat. Gott kommt zu ihm im Traum. Und er ist einer der Könige, der aufsteigenden Könige. Und Gott selber fragt ihn, bitte mich, was du willst, und ich werde es dir geben. Und er könnte alles bitten. Er könnte jetzt sagen, ich möchte der Größte werden, ich möchte am meisten Reichtum haben, ich möchte den Tod meiner Feinde haben, ich möchte ein langes Leben haben, ich möchte alles Mögliche könnte er bitten. Und er würde es bekommen. Und er sagt, Gott, dein Volk ist nicht leicht. Hat sich bis heute nicht geändert, Papa, gell? Genau, dein Volk ist nicht leicht. Und wer kann dieses gewaltige Volk richten? Ich brauche Verständnis, ich brauche Weisheit. Gott war berührt über seinen Wunsch. Und er sagte, weil du nicht gebeten hast um den Tod deiner Feinde, weil du nicht gebeten hast um Reichtum, weil du nicht gebeten hast um ein langes Leben, deswegen gebe ich dir Weisheit. Du wirst der weiseste Mann sein, der jemals gelebt hat, und nach dir wird keiner kommen, der weise ist. Du wirst der Reichste sein, der jemals gelebt hat. Du wirst als Zusatz Reichtum bekommen und Ehre, und es wird keinen geben wie dich. Was für ein Segen ist Weisheit? Das ist das Thema heute, Weisheit. Wir wollen heute über Weisheit sprechen. Und bevor ich da anfange, möchte ich natürlich alle Leute auch am Livestream begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Alle aus Deutschland, alle, die hier auch sind natürlich, alle, die aus Hamburg gekommen, aus der Schweiz sind Leute da, preist den Herrn, hunderte Kilometer sind sie angereist, nicht wegen uns, sondern wegen dem König der Könige. Und ich lade dich ein, dass du heute empfangst vom König der Könige. Er ist hier, er hat schon richtig gewirkt, und wir begrüßen ganz besonders alle aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, aus Liechtenstein und aus Südtirol. Ich habe mir vorgenommen, dass ich die nicht vergessen darf. Ja, herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Schön, schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen jetzt hineingehen ins Wort Gottes. Und bevor wir da reingehen, möchte ich euch eine Botschaft vom Himmel geben. Ich habe zu Silvester gebetet, Jesus, was ist in 2022 entscheidend? Was wird kommen? Ich habe diese Botschaften zu Silvester auch hier gegeben, also kannst du gerne nachhören. Eine Sache davon war folgende. Jesus hat mir gesagt, Daniel, 2022 werden wesentliche Lebensentscheidungen getroffen bei ganz vielen Kindern Gottes, bei ganz vielen in meinem Reich. Es werden Lebensentscheidungen getroffen, und sag ihnen, dass sie es in Weisheit treffen sollen. Liebes Mitglied des Missionswerks Strahlender Freude, lieber Besucher, lieber Zuschauer, es werden Lebensentscheidungen getroffen in 2022, und ich bitte dich, dass du es in Weisheit triffst. Der Herr Jesus fordert dich auf, dass du es in Weisheit triffst. Es werden Entscheidungen getroffen, die weitreichend sind. Manche werden nachdenken über Auswandern. Manche werden Entscheidungen treffen über Scheidung. Manche werden Entscheidungen treffen, jemand anders zu heiraten. Manche werden Entscheidungen treffen, irgendwo anders hinzuziehen. Manche werden Entscheidungen treffen mit einem Jobwechsel. Diese Entscheidungen, die dieses Jahr getroffen werden, bei manchen Leuten werden Einfluss haben auf die nächsten Jahre. Manche Antreiber dieser Entscheidungen ist Angst. Manche werden Entscheidungen treffen aus Angst. Manche werden Entscheidungen treffen aus Hormonen. Manche werden Entscheidungen treffen aufgrund von Unsicherheit. Manche werden Entscheidungen treffen, weil sie irgendwelche Nachrichten auf ihrem Handy bekommen haben. Manche werden Entscheidungen treffen, weil falsche Ratgeber sie beraten haben. Und manche werden Entscheidungen treffen in Weisheit. Alle anderen Ratgeber sind falsch. Das Wort der Weisheit ist das Richtige. Ich lade dich ein, dass wenn du Lebensentscheidungen triffst, dass du dich mit weisen Menschen umgibst und ihren Rat anhörst. Und den Weisesten der Weisen bittest, und das ist unser König Jesus. Bitte triff keine Entscheidung aufgrund von Angst. Bitte triff keine Entscheidung aufgrund von
von Not. Bitte triff keine Entscheidung aufgrund von Geld. Bitte triff keine Entscheidung aufgrund von komischen Ratgebern. Triff Entscheidung aufgrund von Weisheit. Und das wollen wir zusammen heute lesen, wie das funktioniert, wie das klappt. Wir gehen ins Leben von Jesus rein. Der Mann, der an Weisheit kaum zu übertreffen war, Lukas Kapitel 2, Vers 52. Vom Leben von Jesus wissen wir ziemlich wenig in den ersten Jahren. Er ist halt aufgewachsen und plötzlich war er da und dann ging's los, ja. Wir wissen nicht viel, was er in seiner Kindheit gemacht hat. Er ist einmal abgehauen von seinen Eltern, das wissen wir. Da war er plötzlich in seinem, im Palast da. Tempel, genau. Ja, okay. Im Tempel da. Sagt, ich muss in meinem Vaters Haus sein. Ja, hat es deutlich gemacht, zu wem er gehört. Und wir wissen aber nicht viel über seine Jugend. Aber was wir wissen hier, steht hier, drei Dinge stehen hier drin. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Fangen wir mal von hinten an. Gunst bei Gott und den Menschen ist eine sehr, 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 sehr interessante Fähigkeit. Also ich will die auch haben. Gunst, so wie ich das verstehe, öffnet sich nach dem göttlichen Gelingen. Wenn himmlisches, göttliches Gelingen nach bestimmten geistlichen Gesetzen in deinem Leben zustande kommt, geht eine Tür auf und die nennt man Gunst. Gunst in deinem Leben macht Türen auf, die undenkbar sind, die unmöglich sind. Die kannst du nicht selber öffnen. Die kann nur Gott öffnen in deinem Leben. Das ist aber ein eigenes Thema, ja. Gunst, aber ich liebe Gunst. Das ist cool, ja. Dann in der Mitte Alter. Alter ist logisch, ja, er hat zugenommen Alter, oder? Ist halt erwachsen, ist halt groß geworden. Aber etwas, was ganz wichtig ist zu erwähnen, warum Lukas 2 das hier schreibt, Jesus nahm zu an Weisheit. Sein Dienst war wichtig, sein Dienst hatte Einfluss bis heute ins Jahr 2022, bis nach Pforzheim. Wisst ihr das? Bis in dein Haus hat sein Dienst Einfluss gehabt. Jesus hat bestimmte Entscheidungen getroffen, er hat bestimmte Worte gesprochen, er hat bestimmte Handlungen getan aufgrund von Weisheit. Und es ging bis nach Deutschland zu uns, bis nach Österreich, Schweiz, Liechtenstein und bis nach Südtirol. Das hat Einfluss gehabt. Deine Entscheidungen, die du triffst, haben Einfluss auf deine Familie, auf die nächsten Generationen und auf viele, viele Länder. Wenn du dumme Entscheidungen triffst, aufgrund von anderen Ratgebern, aufgrund von anderen Antreibern, dann fällt es wieder weg und mit deinem Leben fällt auch deine Entscheidung weg. Aber wenn du in Weisheit reagierst, wird Weisheit dich überleben. Und man wird noch sprechen, Jahre nachdem du weg bist, von den Entscheidungen, die du getroffen hast. Jesus selber hat Entscheidungen getroffen aufgrund von Weisheit. Und diese Weisheit hat er mitten im Sturm gemacht, mitten in den Umständen gemacht. Weisheit war wichtig und selbst Jesus hat diese Weisheit gebraucht. Und er hat drei Sachen, die wichtig waren, als er aufgewachsen ist. Nämlich, er ist aufgewachsen an Alter, logisch, an Gunst, das ist was ganz Wichtiges, und an Weisheit. Wenn du deine Kindheit beschreiben würdest, was wären so die Punkte, die du erklären würdest? Vielleicht, ja, was da passiert ist mit deiner Schwester, Halleluja, mit deinem Bruder, ja, mit deinen Geschwistern in der Schule, mit deinen Eltern, irgendwas erklärst du. Aber wäre deine Kindheitserklärung, als ich klein war, war ich irgendwann mal groß und ich nahm zu an Weisheit, an Alter und ich nahm zu an Gunst bei Gott und den Menschen. Wäre das deine Kindheitserklärung? Und ich lade dich ein, dass du einen Fokus wieder setzt, nicht auf irgendwelchen Erlebnissen, sondern Fokus auf das Geschenk vom Himmel, was da heißt, Weisheit. Es ist ein Geschenk und man kann es bekommen. Wie wir es bekommen, werden wir gleich lernen zusammen. Was ist das Wichtigste im Leben? Das ist immer so die große Frage. Soll ich den richtigen Mann heiraten, die richtige Frau heiraten? Brauche ich die richtige Gemeinde? In welchem Land muss ich leben? Vielleicht ist das das Wichtigste. Vielleicht den richtigen Job, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Und wahrscheinlich muss ich auch immer jeden Tag eine Stunde Bibel lesen und eine Stunde beten, das sagt immer der Pastor. Und das ist alles so wichtig. Und in die Gemeinde kommen, und ich darf auch unter Corona-Bedingungen die Gemeinde nicht verlassen, steht ja auch in der Bibel drin, verlasst die Versammlung nicht. Ich bin sogar immer online dabei, wenn ich keinen Platz kriege. Schön, dass ihr dabei seid, auch wenn ihr keinen Platz bekommen habt. Und ich mache alles immer, aber was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste in unserem geistlichen Leben? Was ist das Wichtigste? Und der Weise
Salomo, von dem wir gelernt haben, dass er nach Weisheit gestrebt hat, er erklärt in Sprüche Kapitel 4, Vers 7 in der Hoffnung für alle, nur eins im Leben ist wichtig. Werde weise. Deutlich, oder? Nur, also der Mann, der alle Reichtümer hatte, 1000 Frauen, glaube ich, ne? Ich tue das jetzt nicht kommentieren. Ein Palast hatte, ein großes, großes Haus. Alle Leute waren, er hat alles gehabt. Und er sagt, nur eins ist wichtig im Leben. Nur eins. Werde weise. Das sagt Salomo. Jesus selber ist gewachsen an Weisheit. Und dann steht hier drin, werde verständig. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Kein Preis darf dir zu hoch sein dafür. Wenn du also die Möglichkeit hast, an Weisheit zuzunehmen, darf dir kein Preis zu hoch sein. Manche Menschen reisen von der Schweiz an, manche Menschen reisen von Österreich, manche von Hamburg kommen sie her. Denen ist kein Preis zu hoch, weil sie haben Hunger nach mehr. Ich lade dich ein, dass du hungrig wirst aus Sichtweise des Himmels. Und sag Gott, mir ist kein Preis zu hoch. Wenn ich Weisheit bekommen will, kann, nehme ich Weisheit. Kein Preis soll jetzt so hoch sein. Das bedeutet, ich nehme es mal kurz vorweg, die Bibel sagt, wenn du dich mit Weisen umgibst, wirst du weise. Und wenn du dich mit Toren oder mit Dummen umgibst, ja, ich möchte es nicht zu Ende erklären, aber wie werden wir weise? Es kommt drauf an, mit wem du dich umgibst. Deine Freunde, deine Beziehungen, deine Gemeinde, mit den Menschen, mit denen du dich sonntags, mittags zum Kaffee triffst, entscheiden über dein Leben. Es entscheidet sich, wo du dich hinhockst, hinsetzt, mit wem du Gemeinschaft hast. Die Menschen um dich herum entscheiden ganz viel. Und ich lade dich ein, wenn du weise werden willst, suche händeringend nach weisen Menschen. Und dann halte sie fest, solange du kannst. Wenn sie in die Gebetsstunde kommen, komm in die Gebetsstunde. Da kann ich den Schlüssel sagen, da sind viele weise Leute da. Ist auch nicht überfüllt, keine Anmeldung, ihr könnt direkt kommen. Ja? Frühgebet gibt es auch einige weise Leute. Ja? Papa lächelt, jawohl, so ist es. Wenn du die Chance hast, eine Woche Urlaub zu machen mit einem weisen Mensch, mach es. Wenn du die Chance hast, mit jemandem zusammen zu reisen, mach es. Wir waren jetzt 2 Tage im Norden unterwegs, haben solche starke Zeiten erlebt mit Prophetie und Durchbrüche Gottes. Kleb dich an den weisen Leuten dran. Halte sie fest. Kein Preis soll dir zu hoch sein. Wenn du dich mit Weisen umgibst, wirst du selber weise. Wenn du aber nur denkst, wann kann ich die nächste Party machen und wann kann ich mehr Geld machen und ich brauche endlich mal Urlaub. Und dann machst du da irgendwas in deinem Leben, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, dann wird dein Leben auch zu irgendwas werden. Wenn du dich mit Weisen umgibst, wirst du weise. Was ist Weisheit? Das ist schon interessant, ja. Wir reden so, Weisheit, das sieht so aus wie ein alter Mann mit grauem Bart und so, und er sagt irgendwelche Dinge da. Was ist Weisheit? Was ist dieses Ding? Warum ist das so wichtig? Und im Grundtext, also wo Jesus zugenommen hat, genau, ist auch wichtig, ja, kommt gleich, wo Jesus dazugenommen hat an Weisheit, habe ich geguckt, was ist im Grundtext das Wort Weisheit? Und das Wort Weisheit heißt Sophia. Also wenn ihr eine Sophia findet, ja, ermutigt sie, dass sie weise ist, ja, bedeutet Weisheit. Und jetzt wollen wir mal ganz tief reingehen ins Grundtext. Was ist Weisheit? Weisheit ist nicht das, was Menschen sagen, auch nicht das, was Wikipedia sagt, auch nicht das, was du vielleicht denkst. Weisheit ist das, was das Wort sagt. Okay? Deswegen lösch mal alles, was du so kennst an Weisheit. Und jetzt will ich dir mal erklären, was das Wort, das Grundwort Sophia bedeutet. Also es ist aus dem Griechischen ins Englische und von Englisch ins Deutsche übersetzt. Also das heißt, es werden einige Fehler drin sein. Aber wenn du irgendwas bekommst, dann halte das fest. Also, das bedeutet eine Weite, eine Breite, eine Fülle von Intelligenz. Weite, Breite und Fülle. Es gibt etwas Weite, Breite und Fülle, was gut ist.
Ihr wisst, was ich sag, ja? Du kannst also zunehmen an Weite, Breite und Fülle. Ihr wisst, was ich meine. Ja, im richtigen Bereich, nämlich im Bereich der Weisheit. Halleluja. Und das ist eine weite, breite und Fülle an Intelligenz. Gebraucht in ganz unterschiedlichen Situationen. Dann gibt es zwei Bereiche an Weisheit. Bereich Nummer eins ist die Weisheit, die zu den Menschen gehört. Und der Bereich Nummer zwei ist die Weisheit, die zu Gott gehört. Wir gehen erst zu den Menschen, ja, also das, was wir brauchen. Die Weisheit, die zu den Menschen gehört, hat sieben verschiedene Bereiche. Punkt Nummer eins ist ein unterschiedliches oder ein vielfältiges Wissen von menschlichen Dingen und Bestimmungen, erworben durch Erfahrung und durch einen wachen Verstand. Wacher Verstand, da kannst du dich entscheiden dafür, dass du jetzt nicht abschaltest und an den Mittagessen denkst, abschaltest und an die nächsten Botschaften denkst, sondern dass du jetzt einen klaren Verstand hast und sagst, jawohl, ich pack das jetzt. Ja? Das ist eine Entscheidung. Punkt Nummer zwei, Weisheit der Menschen hat auch was zu tun mit Wissenschaft und Lernen, also du bist bereit zu lernen. Wenn du in die Bibelschule gehst, wir haben hier zwei Module, zeigt es eine Hingabe der Weisheit. Du möchtest es gerne, kein Preis darf dir zu hoch sein an den Finanzen, die du zahlst, an die Zeit, die du gibst. Du bist bereit zu lernen. Ja? Eine lernbereite Haltung ist ein Schlüssel für ein Leben, damit du dein Leben endest, wie Gottes will. Das ist eine lernbereite Haltung bis zum Ende. Punkt Nummer drei, interpretieren von Träumen und immer weise Ratschläge geben. Wenn du also Träume interpretieren kannst, also auslegen kannst, erklären kannst, gestern Abend zum Beispiel kamen Leute zu mir, ich habe etwas geträumt und dann habe ich das ausgelegt. Genau, und wenn du immer weise Ratschläge gibst, bedeutet es, du bist im Weisheit. Punkt Nummer vier, Intelligenz, die man bekommt für Auslegung von Geheimnissen, Zahlen und Nummern. Du hast bestimmte Zahlen, du siehst Kombinationen, bestimmte Geheimnisse, wo andere nicht kapieren und du kapierst es plötzlich. Das ist Weisheit. Dann, Punkt Nummer 5, das ist jetzt ganz praktisch, Fähigkeiten in Verwaltungsangelegenheiten. Du kannst deine Steuererklärung locker machen zum Beispiel. Das sind Fähigkeiten, ja. Amen, Renata. Genau, Susi. Das sind nicht da. Okay. Fähigkeiten in Verwaltungsangelegenheiten. Du kannst locker verwalten. Locker. Weil Gott dir Weisheit schenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, mein Papa, er ist weise. Amen. Und als ich so ein Kind war, haben wir dauernd irgendwelche Verwandte kamen zu uns, die konnten so halb Deutsch. Ja, die haben dann irgendeinen Brief bekommen vom Amt, wo sie ausfüllen mussten. Und kapieren die Fragen nicht. Und jeden Abend habe ich so gesehen, ist irgendjemand da mit irgendeinem Formular und mein Papa sitzt immer schön daneben mit denen und sagt, da musst du das eintragen, da musst du das eintragen, da musst du das eintragen. Und ich denke, was macht denn der? Der ist doch Pastor, warum füllt er da irgendwelche Formulare aus? Aber das ist Weisheit. Fähigkeiten in Verwaltungsangelegenheiten. Das war der erste Schritt zur Weisheit. Papa, hast du weise Sachen gemacht, ja? Irgendwelche Formulare und irgendwelche Einreisedinge da gemacht. Aber das ist eine Fähigkeit zur Weisheit. Also wenn du eine bestimmte Frage hast und eine bestimmte Not hast und bestimmte Dinge nicht lösen kannst, zu wem gehst du? Achtung, das könnte der weise Mann sein, die weise Frau sein. Wenn du eine Frage hast und du weißt nicht weiter und du fragst irgendjemand und er sagt, da musst du zum oder zur gehen. Achtung, das ist ein Signalwort, eine weise Person. Ja, das ist ein Schatz. An dem musst du dich ranhalten, okay? Festhalten. Das sind Fähigkeiten zu Verwaltungsangelegenheiten. Punkt Nummer 6. Die heilige und die richtige Klugheit im Umgang mit Menschen und die Fähigkeit in Verschwiegenheit bei Vermitteln von christlicher Wahrheit. Das heißt, weise Leute können mit Menschen umgehen. Auch mit psychisch Kranken. Auch mit sehr schwierigen Leuten. Auch mit höchst verletzten Leuten. Auch mit Saugern. Auch mit Leuten, die in der Nacht anrufen. Täglich. Auch Leute, die dauernd spammen. Das können weise Leute. Die haben ein Geschick, dass sie das können, weil sie wissen, Gott gibt mir die Kraft. Und der letzte Punkt, was Weisheit bedeutet, ist das Wissen und die Übung eines göttlichen und aufrechten Lebens. Weise Leute
zeigen ihre Weisheit durch ihr Leben, nicht durch ihre Worte. Sie haben gelernt, richtig und aufrichtig vor Gott zu leben. Weil das ist der Öl der Weisheit sozusagen. Ja? Oder der Benzin der Weisheit oder Elektroauto, der Strom der Weisheit. Ja? Jetzt, ja? Damit es überhaupt vorangeht. Und dann gibt es noch die Weisheit, die von Gott kommt oder die zu Gott gehört. Und das ist eben Jesus Christus oder zu Jesus Christus hin. Und die Weisheit Gottes, die sich zeigt im Gestalten, im Ausführen von Ratschlägen, beim Entstehen und beim Regieren der Welt und bei den Bibelstellen. Das bedeutet, Gott hat diese Erde geschaffen durch Weisheit. Und er regiert. Haben wir heute gesungen. Er regiert. Wie macht er das? Er macht das aus Weisheit. So möchte ich zusammenfassen, was bedeutet Weisheit? Es ist so ein Ding, dass du viel Wissen hast und du nimmst zu an Breite und Weite und Fülle, an Intelligenz. Du weißt, du willst immer lernen, du kannst Träume auslegen, du kannst bestimmte Geheimnisse auslegen, du hast es drauf, Verwaltungsangelegenheiten zu machen, das kann man tatsächlich lernen von Gott, und du bist klug im Umgang mit Menschen und hast dein Leben geordnet und hast ein aufrichtiges Lebensstil, und das bedeutet Weisheit. Das ist diese Kombination der Weisheit, und ich lade dich ein, dass du dich entscheidest, diesen Weg der Weisheit zu gehen, weil Weisheit hat eine große, große, große Gewinn, und das schauen wir mal hinein. Der Leo Bigger hat darüber gepredigt, ist ja der Pastor vom ICF in Zürich, also aus der Schweiz. Und ein Apostel Gottes ist es. Und er braucht auch Weisheit, er hat viele Gemeinden schon gegründet. Und er sagt, Weisheit ist eine göttliche Entscheidungskompetenz. Manchmal, wir Leiter müssen irgendwelche Entscheidungen treffen, und dann denkst du, entscheidest du links? Schlimm. Entscheidest du rechts? Ganz schlimm. Da hast du nur die Wahl zwischen schlimm und ganz schlimm. Und weißt nicht, wie du es lösen kannst. Aber die Weisheit gibt eine göttliche Entscheidungskompetenz. Plötzlich siehst du einen dritten Weg. Das ist der Weg der Weisheit. Kennt ihr das bei Jesus? Kommt diese Ehebrecherin, gerade auf frischer Tat ertappt. Nach dem Gesetz, sagen die Gesetzlichen, müsst sie gesteinigt werden. Was sagst du? Herausfordernd. Er hatte zwei Möglichkeiten. Ja steinigen, nein steinigen. Also lasst sie am Leben oder steinigt sie. Beides ist dramatisch schlimm. Denn wenn er sagt, ja steinigt sie, hat er sie getötet. Und nach dem römischen Recht gab es keine Todesstrafe auf Ehebruch. So, wäre angreifbar gewesen, weil er verantwortlich war für den Tod. So, hätte er gesagt, nein, nicht steinigen, hätte er gegen das Wort Gottes verstoßen. Dann wäre ein Blasphemiker, dann wäre ein Gotteslästerer und er wäre ab ans Kreuz. Egal wie er entscheidet, links oder rechts, es wäre dramatisch schlimm gewesen. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir nicht wissen, links oder rechts, die Folge von jeder Entscheidung ist dramatisch schlimm. Du weißt gar nicht, links oder rechts. Und jetzt kommt Weisheit ins Spiel. Jesus kniet sich nieder, und es steht drin im Alten Testament, das ist so ein Querverweis, er schreibt die Sünden der ganzen Leute dahin. Und ein Ältester nach dem anderen sieht es. Sünde. Eigentlich müsste ich da sein, wo die Frau ist. Ich gehe lieber weg. Der Nächste sieht seine Sünde, geht auch weg. Jeder geht weg. Jesus hat noch keine Entscheidung getroffen. Aber dann ist er alleine mit der Frau. Wo sind die, die dich da verurteilt haben? Sind nicht da. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Er kommt mit Weisheit und macht eine göttliche, wunderbare Lösung. Und dann sagt er, damit nicht das Gesetz wieder greift gegen sie, sündige von jetzt an nicht mehr, damit es nicht wieder zurückkommt. Und Jesus selber handelt mit Weisheit und bringt Leben. Wenn wir in Weisheit handeln, bringen wir Leben für uns und für die Menschen. Da kommt Salomo, gerade gebeten um Weisheit, gleich die nächste Geschichte, kommt zwei Frauen, die hatten zwei Babys. Ja, die eine Frau, also beide Jungs, die eine Frau ist beim Schlafen über das Baby gekommen und erdrückt, gestorben. Das fand sie nicht so cool, hat einfach das Baby vom anderen Mutter geklaut und das tote Baby der anderen gegeben. Das ist meins? Nein. Und dann hat die andere das natürlich gemerkt
Und dann kommt ein Streit. Das ist mein Baby, nein, das ist mein Baby, nein, das ist mein Baby, nein, das ist mein Baby. So, dann kommen beide vor Salomo. Salomo, der Tolle, der darf wieder richten. Zwischen zwei so Frauen, Zickenkrieg. Aber nee, das war ein bisschen mehr wie Zickenkrieg. Das war dramatisch schlimm, weil hier ging es um Leben und Tod. Und die beide heulen rum, das kann doch nicht sein, das ist mein Kind, nein, das ist mein Kind. Und Salomo hat schon kapiert, wenn er sagt, nimm du's, hat er ihr falsch gemacht. Nimm du's, bei ihr falsch. Genau das gleiche wie bei Jesus. Und jetzt geht er jetzt finde ich ziemlich cool, jetzt kommt Weisheit ins Spiel. Er hat keine Chance, links oder rechts. Und jetzt kommt Weisheit. Bringt mir ein Schwert. Schneidet es auseinander, das Kind. Und jeder kriegt die Hälfte. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jeweils die Hälfte. Und er hat etwas gemacht, was nur die Mutter hat. Er hat es hochgeholt. Die Mutter hat gesagt, nein, bevor mein Sohn stirbt, gebe ich es lieber weg. Die Mutter, nein, bitte nicht. Gib's weg. Und die andere Mutter, ja, das ist richtig, schneidet es, keiner soll's haben. Und sofort wusste Salomo, wer die richtige Mutter ist. Das ist die Mutter, gibt's ihr. Wenn du mit Weisheit handelst, bringst du Leben und Gerechtigkeit ins Spiel. Wir brauchen das. Du brauchst es für dein Leben, du brauchst es für die Gemeinde, du brauchst es für, um Leben zu retten. Ansonsten leben wir in so einem zerstörerischen Rad wie ein Hamster, die ganze Zeit in so einem Ding drin und die Zerstörung nimmt zu weltweit. Wir brauchen weise Leute wie nie zuvor. Genau jetzt, in den Geschäften, zu Hause, in den Familien, in den Gemeinden. Wir brauchen Weisheit, ganz, ganz, ganz besonders. Jetzt ist die große Frage, wie bekommen wir Weisheit? Also wer von euch will Weisheit haben? Gut, jetzt habt ihr es kapiert. Wir wollen Weisheit, jawohl. Wie können wir Weisheit bekommen? Jakobus 1, Vers 5. Nee, bevor wir es lesen, wir haben eins schon kapiert. Suche weise Leute und halte deren Zipfel fest. Ja? Lass sie nicht weg. Ja? Halte fest, geh in ihre Hauskreise, geh in ihre Gebetskreise. Triff dich mit den Leuten. Wenn du dich mit Leuten triffst, die weise sind, wirst du selber weise. So, und jetzt Jakobus 1, 5. Es gibt noch einen zweiten Weg, wie du Weisheit kriegst. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, wer von euch hat schon mal einen Mangel erlebt an Weisheit? Er wusste nicht, wie er das Ding lösen kann. Okay, wunderbar. Also wenn von euch jemand Weisheit mangelt, also ungefähr wie bei jedem, jetzt kommt die Lösung, so bitte er Gott, der allen willig gibt, nicht nur deinem Hauskreisleiter, auch dir. Du bist auch alle, ja, gehörst auch zu allen, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wow. Also Weg Nummer 1, krall dich an die Weisen. Weg Nummer 2, wenn du eine Entscheidung treffen musst und du hast keine Weisheit, bitte triff sie nicht aufgrund von Angst, aufgrund von Hormonen, aufgrund von Nachrichten, aufgrund von Unsicherheit, sondern bitte triff Entscheidung aufgrund von Weisheit. Es ändert dein Ende deines Lebens dramatisch. Und die Folgen deiner Jahre, die jetzt kommen, dramatisch. Und wir sind in einem Jahr der Entscheidungen. Und wenn du Weisheit brauchst, was machst du? Du entscheidest nicht. Bitte triff keine Entscheidung, wenn es dir schlecht geht. Bitte nicht. Warte, bis dir gut geht. Nach Gebet mit Frieden vor Gott. Und dann, wenn du eine Entscheidung treffen musst, bitte mach es nicht aufgrund von Druck. Sondern leg sie vor Gottes Thron und sag, Jesus, links schlimm, rechts ganz schlimm, ich habe keine Ahnung. Und dann sagst du, Jesus, ich brauche jetzt deine Weisheit. Dein Wort sagt, wenn mir Weisheit mangelt, so bitte ich dich und du gibst mir und du machst mir keine Vorwürfe. Auch wenn ich jetzt eine Woche keine Bibel gelesen habe und vielleicht gar nicht in der Gemeinde war und vielleicht gar nicht gebetet habe, aber du machst mir keine Vorwürfe. So steht's drin. Und Gott, dein Wort sagt, du gibst mir bereitwillig. Danke Gott, dass du mir Weisheit schenkst. Und dann betest du die Situation durch, Weg Nummer 1, Weg Nummer 2, und Gott lenkt deine Gedanken hin zum besten Weg. Und plötzlich kommt etwas, wo du denkst, das war nicht von mir. Gut ist auch, wenn du gute Ratgeber hast. Dann sprichst du die Dinge durch mit guten Ratgebern, also mit den weisen Leuten. Wir kommen wieder zum Weg Nummer 1 zurück. Wie du weise wirst, du sprichst es durch mit denen und sie sagen, gute Entscheidung. Mach das, das ist echt gut. Eine gute Sache, ja? So, also, wenn du Weisheit haben willst, wie bekommst du sie? Du bittest einfach um Weisheit bei Gott. Ja, das ist der Weg der Weisheit. Und dann, Vers 6, gibt aber eine Bedingung, wie du bitten sollst.
kriegst nicht automatisch, sondern Vers 6, also gleich ein Vers weiter. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also das ist ziemlich direkt. Wenn du Weisheit brauchst, dann darfst du Gott bitten. Wenn du aber bittest, so sollst du im Glauben beten. Was bedeutet Glauben? Du weißt, dass du schon bekommen hast, obwohl du noch keine Ahnung hast, wie du entscheiden sollst. Das ist Glaube. Du siehst noch nicht, aber du siehst schon innerlich. Das ist Glaube. Ja? Überführt sein von Dingen, die man nicht kennt. So. Aber nicht zweifeln. Und das ist das Schwierige bei den ganzen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wir haben keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Und hier gibt es eine dramatische Spaltung zwischen den Gruppen, die Weisheit bekommt, und zwischen der Gruppe, die überhaupt kein Zentimeter an Weisheit bekommt. Das ist ziemlich scharf. Wenn du zweifelst, sollst du nicht mal denken, dass du irgendwas bekommen wirst. Du bekommst nichts. Steht so drin. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Zweifel blockiert den Zugang zur Weisheit dramatisch. Zweifeln ist keine höfliche deutsche Form des Denkens. Es ist eine hochgradig idiotische Form des Unglaubens. Ein paar Gläubige sind dabei. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben betest. Und wenn du keine Ahnung hast, nicht sagen, oh, ich weiß nicht und es könnte sein, dass ich eventuell falsch bin und ob Gott mir ja überhaupt was geben will und ich habe doch gar nicht Bibel gelesen und es kann doch sein, bitte nicht diesen Krusch anfangen. Schmeißt es doch weg, diesen Gedanken. Das ist Zweifel. Wenn du betest, dann bitte im Glauben. Und du betest und sagst, danke Gott, dass ich Weisheit habe, heute. Du fühlst dich überhaupt nicht besser, aber du hast innerlich Weisheit. Du hast Glaube und Gott sagt, da ist eine Glaubensperson, die will Weisheit haben. Wo ist der Weisheitszugang? Und ab rein, kriegst du Weisheit. Wenn du zweifelst, sagt das Wort, bekommst du nichts. Du sollst nicht mal denken, dass du irgendwas kriegst. Egal, ob du 3 Stunden betest. Und wenn du 5 Stunden betest, wenn du zweifelst, bekommst du nichts. So dramatisch ist es. Ich lade dich ein, ob du weise wirst und weiser bekommst, ist eine Herzenseinstellung. Es ist eine Einstellung deines Herzens, ob du es im Glauben machst oder auch Zweifel zulässt. Deswegen lade dich ein, wenn du im Glauben bleiben willst, mit Weisheit, mach es ohne Zweifel. So, dann gibt es die 7 Säulen der Weisheit. 7 Säulen der Weisheit. Und da steht in Sprüche Kapitel 9, Vers 1 drin. Genau. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Es gibt also bei Weisheit 7 Säulen. Ja, dann wird es nicht mehr erklärt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du 7 Säulen. Ja. Und fertig. Jetzt geht es irgendwo weiter da, ja. Und keiner hat eine Ahnung, was da ist. Zum Glück haben wir den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, ja. Und es wird auch glücklicherweise beim gleichen Jakobus wieder erklärt. Jakobus ist so ganz lieb. Er sagt, wie wir Weisheit bekommen und was diese 7 Säulen sind. Das bedeutet, es gibt himmlische Weisheit und es gibt menschliche Weisheit. Jakobus Kapitel 3, Vers 17, da wird es erklärt, was diese 7 Dinger sind. Die Weisheit aber, die von oben ist, oder von oben aber ist, erstens, Achtung, rein, dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Es gibt Weisheit, die kommt von YouTube. Es gibt Weisheit, die kommt von idiotischen, humanistischen Denken. Die sieht ziemlich weise aus. Ist hochgradig bescheuert. Und es gibt Weisheit, die von oben kommt. Ich lade dich ein, dass du den Zugang der Weisheit von oben bekommst. Nicht von YouTube, nicht von Humanismus, nicht von Esoterik, nicht von Buddhismus. Auch tolle, weise Ratschläge. Es gibt eine Weisheit, die kommt von oben. Und die ist in erster Linie ist die entscheidend, wie du lebst
um diese Weisheit zu bekommen. Die sieben Säulen der Weisheit sind also hier, wir wollen es mal zusammenlesen. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedvoll, genau, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist die Weisheit, die von oben kommt. Wenn Weisheit kommt in dein Leben, kommen diese Eigenschaften in deinem Leben hoch. Und wir wollen es mal hineinschauen. Was ist das? Erstens, Punkt Nummer eins, die sieben Säulen der Weisheit ist rein. Punkt Nummer eins, rein. Hoffnung für alle sagt aufrichtig. Wenn du in Weisheit leben willst, geht es nur, wenn dein Lebensstil rein ist und aufrichtig. Dann kommt Weisheit. Ja, das sind die sieben Säulen der Weisheit. Dann Punkt Nummer zwei, ist friedvoll. Was machst du mit diesen ganzen Leuten, die da rumdiskutieren? Sollen wir impfen oder nicht? Sollen wir auswandern oder nicht? Sollen wir Protest machen oder nicht? Sollen wir, wie oft ich diese Fragen kriege? Und dann wollen die Leute mich in Gruppe A oder Gruppe B, Partei A oder Partei B. Was denkst du, Daniel? Ich fühle mich so wie Jesus, ja? Steinig sie, was denkst du, ja? Der Mensch, der in Weisheit ist, ist friedvoll. Er sucht Frieden in beiden Gruppen. Und er sucht Frieden, weil es gibt was Wichtigeres wie dieses blöde Covid. Das ist das Wort Gottes. Es gibt doch was viel Wichtigeres, das Evangelium zu predigen in den heutigen Zeiten. Amen. Und deswegen ist die Weisheit, die von oben kommt, friedvoll. Wir machen das voller Frieden. Wir erlauben nicht, dass der Teufel uns den Frieden raubt. Amen. Wir bleiben im Frieden. Das ist Weisheit, die von oben kommt. Dann Punkt Nummer drei, mild. Was ist mild? Die Hoffnung für alle sagt freundlich. Weisheit, die von oben kommt, ist immer freundlich. Das heißt, wenn jemand dich unfreundlich behandelt, ist der Weise nicht reizbar. Der ist immer freundlich. Das ist Weisheit. Der Weise hat eins kapiert. Noch ein Kind. Zick rum, wenn du willst. Aber ich gehe nicht raus aus Weisheit. Ich bleibe in Weisheit. Und er ist immer freundlich. Egal wie er attackiert wird, egal wie er fertig gemacht wird, egal wie er gereizt wird. Er weiß, ich bleibe freundlich. Dann Punkt Nummer vier. Folgsam. Ist auch interessant. Bereit nachzugeben. Der Weise braucht nicht immer Recht haben. Denn er weiß, er hat Recht. Ihr habt es kapiert, ja? Er braucht nicht eine große Klappe zu machen. Aber ich habe gesagt das. Boom, 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 boom. Der weiß, die Gerechtigkeit kommt sowieso. Und es kommt der Moment, wo er gefragt wird. Und dann ist es der Moment. Ein Wort und alles ist erledigt. Der Weise ist bereit nachzugeben, weil er weiß, naja, es sind noch Kinder. Die werden schon noch wachsen. Die werden schon noch reif. Aber der Weise ist folgsam. Er ist bereit nachzugeben. Er macht nicht rum in jeder Diskussion. Na, wenn die halt so denken, dann denken sie halt so. Aber er weiß eins, ich gehe nicht aus der Weisheit raus. Und Gott selber, er führt uns ja in alle Wahrheit, also der Heilige Geist, und er ist bereit nachzugeben. Punkt Nummer 5, die fünfte Säule von Weisheit. Er ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Oder, Hoffnung für alle sagt, er hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Also Früchte ist Gutes bewirken. Das ist die Weisheit, die von oben kommt. Er hat immer Mitleid, ist voller Barmherzigkeit und bewirkt immer Gutes. Er ist derjenige, der nicht nur redet über die guten Taten, der Weise ist der, der die guten Taten tut. Ja, genau, und bleibt da eben in diesem Mitleid. Punkt Nummer 6, unparteiisch, also geht nicht in alle Parteiungen rein, links und rechts, oder und ohne Vorwürfe. Also er geht nicht in Gruppe A oder B. Der Weise weiß eins, es gibt eine höhere Ebene. Und das ist die Ebene des Unparteiischen. Parteiungen nach Galater Kapitel 5 ist ein Werk des Fleisches, wenn du in Parteiungen reingehst. Also in ich gehöre zu der Gruppe und ich bin gegen die Gruppe.
Das sind Parteiungen. Ja. Der Weise ist unparteiisch und macht auch keine Vorwürfe. Er weiß, das geht voll daneben, aber er macht keine Vorwürfe. Er bleibt in der Weisheit. Dann die siebte Säule, Punkt Nummer 7. Er ist ungeheuchelt. Es gibt einen Haufen Heuchler, die sagen irgendwas, aber meinen was anderes. Sie bringen irgendwas, aber die Herzenshaltung ist ganz anders. Heuchelei. Der Weise spricht, was er denkt und denkt, was er spricht. Ganz einfach. Er predigt, was er lebt und lebt, was er predigt. Ganz einfach. Glaub mir, der Lebensstil ungeheuchelt ist viel leichter. Das ist so anstrengend, wenn du heucheln musst. Du musst dich erinnern, mit wem hast du was, wann, wo erklärt. Und boah, das ist ja dramatisch heftig. Ja? Du tust dich ja da in Und Leute haben mich am Anfang gelobt, Daniel, wir sind begeistert von dir, denn du predigst, was du lebst und lebst, was du predigst. Und ich habe überlegt, wie soll das denn anders überhaupt möglich sein? Bis ich gemerkt habe, es gibt Leute tatsächlich, die reden was anderes, wie sie leben. Ha, das ist doch, wie will man so leben? Geht doch gar nicht. Du lebst in einem Dauerkonflikt in deinem Leben. Ja, das ist nicht gut für dein Herz und auch nicht gut für deine Psyche und nicht gut für den Schlaf. Leg das doch ab einfach. Ja, die Weisheit, die von oben kommt, ist ungeheuchelt. Die 7 Punkte nochmal. Rein oder aufrichtig, friedvoll, mild oder freundlich, folgsam, also bereit nachzugeben. Dann Punkt Nummer 5. Voller Barmherzigkeit und guter Früchte oder hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Unparteiisch und ohne Vorwürfe und ungeheuchelt. Wir kommen langsam zum Ende. Und ich möchte euch noch etwas zeigen. Weisheit hat zwei Freunde oder zwei Geschwister. Ja? Weisheit kommt zusammen im ersten Schritt mit Erkenntnis, im zweiten Schritt mit Einsicht und die Folge ist Weisheit. Ja? Erkenntnis, Einsicht, Weisheit. Und Paulus betet immer wieder und sagt, hey, ich bete für euch, dass ihr wächst an Weisheit, Erkenntnis und Einsicht. Oder die Sprüche, Kapitel 2, Vers 6 sagt, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Es gibt also verschiedene Ebenen. Verständnis, Erkenntnis, Weisheit, Einsicht. Was ist das jetzt alles? Und der John Angelina, das ist ein Mann aus München, hatte großen Einfluss bei uns in der Gründungszeit hier in der Gemeinde. Also ein Mann, der Einfluss hatte auf uns als Gemeinde. Von dem wollen wir mal lernen, was ist der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen. Wir gehen erst in den Begriff Erkenntnis rein. Was ist Erkenntnis? Was ist dieses Erkennen? Erkenntnis ist die Wahrheit, die wir erkennen, wenn wir das Wort Gottes studieren und darüber nachsinnen, nachdenken. Also, wenn du Weisheit erleben willst, ist der erste Schritt, dass du etwas erkennst. Wie erkennen wir etwas? Durch das Wortstudium oder Bibelschule machen oder im Hauskreis sein oder in der Gemeinde kommen oder was auch immer. Aber besser ist, dass du selber Erkenntnisse bekommst durch sein Wort. Das ist der beste Weg. Dann kommt das Wort Einsicht. Also nachdem du Erkenntnis hast, kommt Einsicht. Was ist diese Einsicht? Ist das Wissen, wie wir die empfangene Erkenntnis, also was wir bekommen haben aus dem Wort Gottes, in unserem täglichen Leben anwenden können. Das ist also Schritt Nummer 2. Erst kommt Erkenntnis, dann kommt die Einsicht. Du hast das, was du erkannt hast, kapiert, wie du das umsetzen kannst in deinem Leben. Okay? Das ist schon mal besser. Also Einsicht ist schon mal Stufe 2 nach Erkenntnis. Du hast etwas kapiert, verstanden aus dem Wort und jetzt kannst du es sogar in deinem Leben umsetzen. Zum Beispiel steht drin Vergebung. Aha, Erkenntnis, ich muss vergeben. Dann kommt irgendeine Verletzung und du sagst, hey, ich habe doch gelernt, Erkenntnis, Vergebung, ich muss vergeben, ich habe Einsicht, denn ich bin einsichtig und ich vergebe jetzt. Dir sei vergeben, Halleluja, ja, schon hast du umgesetzt, okay? Und jetzt kommt Weisheit, die dritte Stufe, also Erkenntnis, Einsicht und jetzt Weisheit. Was ist Weisheit? Die Weisheit Gottes als Fähigkeit, das Ergebnis zu sehen, das durch Erkenntnis und Einsicht entsteht, bevor es eingetroffen ist. Ich lese nochmal vor. Die Weisheit Gottes als Fähigkeit, das Ergebnis zu sehen, das durch Erkenntnis und Einsicht entsteht, bevor es eingetroffen ist. Menschen, die in Weisheit leben, sehen die Gefahr schon, bevor die Gefahr kommt. Menschen, die in Weisheit leben, wissen das Ergebnis von irgendeiner Entscheidung.
Menschen, die in Weisheit leben, wissen, wenn ich die Entscheidungen treffe, dann wird es die Folgen haben in 2, 5 oder 10 Jahren. Das ist viel besser. Wenn du immer nur lernst aus deinen eigenen Fehlern, gleicht dein Lebensstil einem von einer Wand gegen die andere Wand rennen. Bam, bam, bam. Kannst du zwar machen, ist auch nicht schlecht, aber es gibt einen besseren Weg. Der Weg der Weisheit. Lerne doch von Fehlern der anderen. Mach dich eins mit den weisen Leuten und folge deren Rat. Bitte Gott um Weisheit. Ich weiß nicht, wie oft ich Rat von meinem Vater gesucht habe in meinem Leben. Und er hat mir immer schön weise Antworten gegeben. Ich habe immer befolgt. Jawohl. Und irgendwann sage ich, das kann doch nicht sein, dass er immer recht hat. Nein, das geht nicht. Jetzt mache ich mal mein eigenes Ding. Ja? So, und dann habe ich gesagt, Papa, jetzt möchte ich ein fettes Auto kaufen, Sportauspuff getönt, hinten schön Jesus draufschreiben, ja? Breitreifen, viel PS. Und mein Vater sagt, dann kannst du schon machen, aber das wird dir viel Geld kosten und viel. Das ist nicht zu empfehlen, mach es nicht. Und ich habe gedacht, nein, das kann doch nicht sein, dass er immer recht hat. Ich mache das jetzt. Wöchentlich kam Strafzettel rein, zu schnell. Mehrmals meinen Führerschein verloren. Ich habe Tausende in den Sand gesetzt, die ich das Reich Gottes geben könnte. Nur weil ich nicht Weisheit gefolgt bin. Das ist jetzt ein lächerliches Beispiel. Aber manche Leute tun ihr Leben gegen die Wand schießen, weil sie keine Weisheit folgen wollen. Mein Vater hat mich aber nicht abgelehnt. Er wird das schon lernen. Nur ich habe es gelernt. Ja. Ich lade dich ein, dass du nicht jede Nase an jeder Wand anschlagen musst. Probiere doch nicht alles selber aus. Folge doch den weisen Leuten. Die wollen dich nicht manipulieren. Die wollen tatsächlich das Beste für dich. Tatsächlich. Ja. Und genau. Wir kommen zum Ende. Sprüche 3, Vers 13 bis Vers 18. Sprüche 3, 13 bis 18. Da steht drin, glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Können wir hier einen Amen hören? Hey, du bist glücklich, wenn du Weisheit gefunden hast. Der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Silber. Und wertvoller als Gold ihr Gewinn. Kostbarer ist sie als Korallen. Und alle deine Kleinoder, das sind diese Schmuckstücke, kommen an Wert ihr nicht gleich. Achtung, Länge des Lebens ist in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind freundliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen. Und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Wow. Das ist doch stark, oder? Vers 13 noch einmal. Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Wenn du weise bist, also nach Erkenntnis, nach Einsicht kommt die Weisheit. Wenn du weise bist, dann bist du glücklich. Also der Mensch, der Verständnis erlangt hat. Und hier steht drin, das ist kostbarer als Silber, als Gold, als die ganzen Schmuckstücke, als alles Kostbare. Also alles, was du da hast in deinem Leben, das ist zwar schön, Weisheit ist wertvoller. Und jetzt kommt die Folge von Weisheit. Weisheit hat zwei, Vers 16, Weisheit hat zwei Hände. Mach mal deine zwei Hände auf. Rechte und linke Hand, ja? Wenn du Weisheit hast, kommen zwei Hände mit. Das ist wie eine Person, die kommt zu dir, die in dir ist. Und deine zwei Hände haben zwei Eigenschaften. Weisheit kommt nie alleine. Weisheit hat zwei Hände. Die rechte Hand, bewegen wir die rechte Hand. In der rechten Hand ist, Länge des Lebens. Sagen wir mal zusammen. Länge des Lebens. Wer von euch will lange leben? Was brauchst du dafür? Weisheit. Was sagt die Welt, was wir machen müssen? Sport, richtig ernähren, pass auf, was du machst und so weiter. Das ist auch gut. Mach das auch. Aber die Weisheit, die von oben kommt,
heißt, ich brauche Weisheit, um Länge des Lebens zu haben. Gott entscheidet, wie lange du lebst. Na klar sollst du gut leben und Sport machen und gut ernähren. Das stimmt auch alles, ist auch nicht falsch. Das ist aber unterste Ebene. Also wirklich die unterste Ebene. Wenn du wirklich lange leben willst, was brauchst du? Weisheit. Weisheit kommt mit ihrer rechten Hand und sie füllt deine rechte Hand mit Länge des Lebens. Okay, dann die linke Hand ist Reichtum und Ehre. Nochmal die rechte. Länge des Lebens, linke, Reichtum und Ehre. Wer von euch will Reichtum und Ehre haben? Weniger wie Länge des Lebens? Okay, also wenn du Reichtum und Ehre hast, kannst du es auch dem Herrn geben. Ja, das musst du nicht für dich alles behalten. Von daher, nimm es ruhig an, ja, wenn es schon kommt. Nimm es doch an und gib es dem Herrn. Wir brauchen es so sehr. Ja, wir brauchen es so sehr in der Mission, egal wo wir sind. Von daher, wenn du Reichtum und Ehre haben willst, was brauchst du? Weisheit. Was sagt die Welt, wie man Reichtum und Ehre kriegt? Mach irgend so einen Internetjob da im Internet und mach das und mach das und mach das und verschaffe dir Respekt über die und die Methoden. Hey, das ist unterste Ebene. Reichtum und Ehre ist eine Folge der Weisheit, die nicht geklaut wird. Sie ist in der linken Hand der Weisheit. Und in der rechten Hand ist Länge des Lebens, in der linken Hand ist Reichtum und Ehre. Ich lade dich ein, wenn du leben willst, lange, nicht nur hinvegetieren in Krankheit, sondern leben lange, erfüllt, brauchst du Weisheit. Und wenn du Reichtum und Ehre haben willst, brauchst du auch Weisheit. Ihre Wege sind freundliche Wege, steht hier drin. Also immer freundlich. Weise Leute sind immer freundlich. Ihre Pfade sind Frieden. Wenn du also in Freundlichkeit und im Frieden leben willst, brauchst du Weisheit. Ein Baum des Lebens sind sie für alle, die sie ergreifen. Und wer in ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen Baum des Lebens hast in deinem Leben. Ein Baum des Lebens, das bedeutet, du holst immer neue Gesundheit aus unten heraus. Immer neue Gesundheit, immer neue Kraft, immer neue Energie, immer neue Freude, immer neue Wachstum, immer neue Kommunikation, immer die beste Ehe, immer die besten Freundschaften, immer die beste Luft um dich herum, immer Gesundheit um dich herum. Das ist ein Baum des Lebens. Das ist eine Folge von Weisheit. Wenn du Weisheit ergreifst und festhältst, bist du glücklich zu preisen. Wenn du das ergreifst und festhältst, bist du glücklich zu preisen. Und dann lebst du mit diesem Baum des Lebens. Und ich lade dich ein, dass du nicht von Krankheit zu Krankheit zu Krankheit, von Problem zu Problem zu Problem irgendwohin austrocknest, sondern dass dein Leben ein Baum des Lebens ist. Und das ist die Folge von Weisheit. Ich lade dich ein, dass du Weisheit ergreifst, festhältst und dass du dir weise Leute suchst, mit denen die du auch festhältst. Und wenn du Weisheit brauchst, haben wir gelernt heute, wie bekommen wir Weisheit? Wir bitten, genau. Aber nicht nur rumbitten, sondern auch im Glauben. Und was dürfen wir auf keinen Fall? Nicht zweifeln. Genau, ihr habt es voll drauf. Voll gut, jawohl. Letzter Vers, Lobas-Team kann kommen. In Epheser Kapitel 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Die Anweisung des neuen Bundes in Epheser 5 für die Gemeinde ist, achtet bitte darauf, wie ihr wandelt, was ihr macht. Das ist die Anweisung der Bibel, keine Empfehlung vom Daniel. Bringt eh nichts. Die Anweisung des Wortes, das bringt was. Und die Anweisung des Wortes ist, seht zu, wie ihr wandelt, wie ihr lebt. Lebt nicht als Unweise, sondern lebt als Weise. Genau, das ist die Anweisung des Wortes. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir leben in bösen Tagen gerade. Ein Geist der Angst versucht weltweit hier Fuß zu fassen. Das Reich Gottes, die Menschen im Reich Gottes sind die einzigen, die wirklich Veränderung bringen können da drin, wenn wir reinbeten. Und so ermutigt uns die Bibel, und das ist so aktuell wie noch nie, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir erleben in diesen bösen Tagen seit 2 Jahren die meisten Bekehrungen seit Bestehen des Missionswerks. So viel Finanzen wie noch nie, so viel Heilung wie noch nie, so viel Besucher wie noch nie. Herzlich willkommen an alle Besucher. Herzlich willkommen alle zu Hause, die hier keinen Platz bekommen habt, ja. So viel Dämonenaustreibungen wie noch nie, so viel Taufen, Heiligen Geist wie noch nie, denn kauft die Zeit aus. Meckert doch nicht über die Probleme,
sondern kauft die Zeit auf und erhebt den König. Darum geht's, ja. Die Bibel sagt, kauft die Zeit aus und die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist für dein Leben im Jahr 2022, was brauchst du? Weisheit. Bitte triff keine unweise Entscheidung in diesem Jahr. Bitte nicht. Gott hat mir es deutlich gesagt, es wird Einfluss haben auf die nächsten Jahre. Und nicht nur auf dich, sondern auf deine nächste Generation. Vielleicht bist du eine Mutter, ein Vater, ein Geschäftsführer irgendwo und du hast Einfluss auf andere Leute. Deine Entscheidungen beeinflussen auch deine Familie und deine Menschen um dich herum. Bitte mach es weise. Ja, bitte. Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes hier steht drin, dann brauchst du Weisheit. Und dann geht es hier gegen Alkohol. Ja. Darum berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ja? Also Leute, die laut besoffen sind, sind nicht weise, sagt das Wort. Wichtig ist, die zweite Gruppe zu erfüllen, nämlich voller Geist sein. Indem er zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Das machen wir jetzt gleich. Ja? Wir singen, wir loben, wir preisen, das steht hier drin. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater und Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Wille Gottes. Ich lade euch ein, dass ihr euch entscheidet, sagt, jawohl, die Zeit ist böse, wo wir sind. Aber gleichzeitig ist es eine Mega-Chance. Wir haben die besten Zeiten gerade, laut meiner Meinung. Hör auf, rum zu Trübsalblasen und fang an, den Herrn anzubeten, im Geist, in der Wahrheit. Ja? Jetzt ist die Zeit und ich lade dich ein, dass du die Weisheit ergreifst. Wer von euch will sich heute entscheiden und sagt, jawohl, ich möchte Weisheit haben? Wunderbar, dann stehen wir auf zusammen und beten für Weisheit. Vater, wir danken dir für Weisheit. Vater, wir danken dir, dass wir in Weisheit wandeln dürfen und dass wir dich erheben dürfen, Jesus, jetzt gleich auch im Lied, dass wir dich im Geist und der Wahrheit anbeten dürfen. Jesus, ich danke dir für jede Person, die online zuschaut, für jede einzelne Person, die es dabei ist. Wir segnen sie, dass sie Weisheit vom Himmel bekommt, in Jesu Namen, vom Himmel. Und lass uns eine Proklamation zusammen machen, ja? Durch die Maske, ist egal. Gott kennt deine Herzenseinstellung, ihm stört die Maske gar nicht, ja? Wichtig ist dein Glaube. Danke, Jesus, für dein Wort. Heute entscheide ich mich. Ich will weise leben. Ich brauche deine Weisheit. Ich will die Weisheit haben, die von oben ist. Und ich entscheide mich heute, bis zum letzten Tag meines Lebens, nach dieser Weisheit zu streben. Und so wie dein Wort sagt, bitte ich dich heute, bitte gib mir Weisheit. Ich brauche sie. Ich bitte dich im Glauben. Ich zweifle nicht. Ich schmeiße jeden Zweifel raus. Gott gibt mir Weisheit. In Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sage: Amen.